Hallo, Herr Krämer. Die hohe Inflation erinnert viele an die Inflation der 70er Jahre. Wie haben sich damals die Aktienmärkte entwickelt? Schauen wir uns mal den amerikanischen breiten S&P 500 Aktienindex an. Da können Sie sehen, dass im Umfeld des ersten Ölpreisschocks von 1973, da hat sich der Aktienmarkt ja fast halbiert. In den Jahren danach eine kräftige Erholung, aber insgesamt in den 70er Jahren ja fast eine Null-Performance. Und wenn Sie dann noch die Inflation berücksichtigen, sich also die realen Erträge anschauen, dann haben die Anleger im Verlauf der 70er Jahre in den USA ein deutliches Minus erlitten. Lag das an enttäuschenden Unternehmensgewinnen? Nein, das würde ich nicht sagen. Also die amerikanischen Unternehmen haben ihre Gewinne im Verlauf der 70er Jahre doch ganz ordentlich gesteigert, sogar etwas mehr als die Inflationsrate. Also daran lag es nicht, dass die Aktienmärkte so enttäuscht haben in den 70ern. Es lag stattdessen daran, dass die Bewertung gesunken ist im Verlauf der 70er Jahre. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis ging nach unten. Und warum ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis damals gefallen? Die Inflation ist ja überraschend gekommen für viele Menschen. Das hat sie verunsichert. Sie haben sich zurückgehalten beim Sparen und beim Investieren. Und diese Unsicherheit, die legte sich dann auf die Bewertung. Und das war der Hauptgrund, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis in den USA im Verlauf der 70er Jahre gesunken ist. Droht denn in den kommenden Jahren wieder eine hohe Inflation wie in den 70er Jahren? Naja, ich meine, wir haben schon eine hohe Inflation gegenwärtig. Und die Europäische Zentralbank, die hält nicht entschieden genug dagegen. Also deshalb erwarte ich für die kommenden Jahre, für den Durchschnitt der kommenden Jahre, dass die Inflation hier im Euroraum ja schon merklich höher ausfällt als die versprochenen 2% von der EZB. Was heißt das für Anleger? Historische Vergleiche sind immer schwierig, das ist klar. Aber wenn die Inflation im Durchschnitt der kommenden Jahre deutlich höher ausfiele als die versprochenen 2%, dann wird natürlich das Umfeld für Aktien herausfordernder. Dann müssen auch die Anleger bereit sein, aktiver zu sein. Sie müssen auch bereit sein, wenn sie ordentliche Gewinne haben, auch diese Gewinne mal mitzunehmen, beispielsweise.